Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, Freunde, was haben wir auf dem Gabentisch heute? Heute machen wir wieder Ausflug nach Baden-Württemberg und zwar zu den Bieren, die mir der liebe Drachen 83, der André, hat zugeschickt. Erstmal hallo Drachen. Was haben wir denn da? Waldhaus, Freunde. Ich habe ja gesagt, ne, wenn es ihm gelingt, dann kann er mir noch mal ein paar Waldhaus-Sachen da schicken. Und das hat er jetzt hiermit auch gemacht. Das ist doch schon wieder ein bisschen zurück, ne? Ja, wie das voraus produzieren und so. Und zwar dieses Freibier. Freibier, alkoholfrei. Ne? Wasser, Gerstenmalz, Hopfen haben wir drin aus dem Hause Waldhaus. Sind wir mal gespannt, wie hier das alkoholfreie schmecken tut, nicht wahr? Also würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Kommt hier in dieser wunderschönen blauen Folierung daher. Das muss ich tatsächlich sagen, das sieht richtig cool aus. Also, ist in Ordnung. Alkoholfrei steht auch nochmal drauf. Allerdings kann ich jetzt nicht sagen, ob wirklich 0% oder 0,5%. Das weiß ich jetzt nicht. Da sehe ich jetzt hier hinten keinen Hinweis drauf. Okay, gehen wir mal davon aus, dass es tatsächlich 0% ist. So schaut's aus. So, haben wir Bier durch, Leute. Ich würde sagen, wir machen mal auf. So, offen ist es. Entspannungsverdampfung kommt raus und wir lassen es laufen. Wir haben natürlich wieder Bierdurst. Also, ja, läuft doch schon mal ganz gut da hinein. Ja, ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Finde ich ja schon mal schön. Von der Blume her, naja, 1 bis 1,5 fingerbreite Blume, ja, wie gewohnt eher feinporig das Ganze. Ein paar Luftbläschen sind drauf, keine Kraterbildung. Und wenn wir das hier so schön schwenken tun, dann sehen wir auch schon, ja, das bleibt sogar ein bisschen an der Glaswand haften. Also schaut mal selbst, Freunde. Ich finde, das sieht doch soweit ganz solide aus. Finde ich schon mal ganz gut. So, ja, kommt aus der Kühlung, deswegen beschlägt das hier ein bisschen. Filtriert. Ganz klar, klassisches Getreidegold im Farbspektrum selbst. Sieht es auch tatsächlich eher ein bisschen tiefer aus, finde ich auch schon mal sehr sympathisch. Und Karbonisierung, ja, eher ein bisschen gemütlicher, würde ich sagen. Also perlt jetzt nicht ganz so kräftig, eher so ein bisschen gemütlicher. Ja, insgesamt solide, würde ich sagen, oder? Sieht eigentlich soweit ganz ansprechend aus. Ja, schöner Blumenteppich, feinporig, bleibt übrig. Ja, da sind auch, guck mal, keine Löcher, keine Risse oder Inselchen. Also das sieht auch sehr, sehr schön aus. Was soll ich sagen? Ich bin damit eigentlich recht zufrieden. Ich gebe hier 4 von 5/6 möglichen Punkten. Das ist es mir soweit wert. So, dann wollen wir mal anschnuppern. Für die Optik, für die Ästhetik muss ich ja natürlich immer wieder erwähnen. Nicht, dass ihr denkt so, hey, was bewertet der denn da immer? Optik, Ästhetik, Freunde. Ne? Aussehen also. Ui, das ist aber süß. Na Mensch, das kann ja schon fast mit dem Patronus gebrannte Mandeln mithalten, was? Ui, das ist ja... Aber da schwingt noch was anderes mit. Also wir haben hier tatsächlich vom Malzkörper her ausgehend eine extreme Lieblichkeit. Ne? Das ist wieder schön nasses, gezuckertes Getreidefeld. Und das ist mir schon wieder sehr, sehr sympathisch, Freunde. Da habe ich jetzt Bock drauf. Und dann ist dann aber noch was anderes, was mitschwingt, was ich jetzt fast so... zu so einer Fruchtfrische. Ja, kann man das sagen? Fruchtfrische? Also es riecht frisch nach Früchte, so irgendwie. Aber auch eher so lieblich. Also das ist insgesamt von der Textur her, also vom Bouquet, muss ich sagen, eher in Richtung Lieblichkeit. Also das finde ich schon mal sehr, sehr ansprechend. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es schmecken tut, ne? Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf den Drachen 83, auf das Bier und auf den Genuss. Aber 100% auf Pilzbierbasis aufgebaut, was? Ja, kann man so sagen. Dieses Bier hier hat ein Fundament oder die Basis, sage ich mal ganz klar, in einem Pilzbier. Das merkst du auch sofort vom Malzkörper, Fruchtkörper her und hinten raus die Herbe. Das erinnert einen sofort an ein alkoholfreies Pilz. Und genau das scheint es auch zu sein. Nur, und jetzt kommt es ein bisschen lieblicher. Diesmal nehmen wir tatsächlich die Attribute der Eigenschaften, selbst ob es dynamisch ist oder gemütlich ist, mal ein bisschen beiseite, sondern kommen gleich zu den Aromen, weil das musste ich jetzt einfach sagen, weil das ist das Erste, was mir jetzt im Kopf abgegangen ist, als ich das probiert habe. Absolut klassisches, grundauf solides Pilz, das hinten raus tatsächlich richtig schöne Hopfenfloralität besitzt. Erster Antrunk, also das ist schon sehr, sehr selbstbewusst, was da jetzt hier im Glas drin ist, Freunde.
Aber okay, wir müssen natürlich auch jetzt nicht die Attribute außen vor lassen, deswegen müssen wir die besprechen. Was haben wir hiermit zu tun? Ganz klar, Dynamiker, ne? Ist ein dynamisches Bier, hat einen guten Zug drauf, ist spritzig und zack ist es auch schon wieder weg. Das ist wieder biergartentauglich, das ist wegbiertauglich tatsächlich. Und du merkst tatsächlich nicht, dass es ein alkoholfreies Bier ist. Vielleicht die leidenschaftlichen Bierkenner, die Liebhaber, die werden wahrscheinlich wissen, naja, alkoholfreie Biere, Malzkörper ist immer ein bisschen lieblicher. Das hat ja was mit der Brautechnik zu tun tatsächlich. Und ja, das haben wir hier auch. Das heißt, es ist ein Pilzbier, was lieblich vom Getreidekörper her ummantelt ist. So möchte ich mich tatsächlich ausdrücken. Und es ist linear und schlicht. Ihr staunt, ne, was man alles beim Antrunk herausschmecken kann. Aber tatsächlich ist es so. Es gibt Biere, die sind so selbstbewusst, die sind so einfach in ihrer Struktur aufgebaut, dass man das tatsächlich alles schon beim allerersten Schluck tatsächlich ja, wahrnehmen kann. Das ist sehr, sehr interessant. So, jetzt wollen wir natürlich nochmal tiefer reingehen, weil das muss natürlich jetzt im Charakter, im Körper auch so bleiben. Und dann wollen wir mal schauen. Aber genauso wie es riechen tut, so schmeckt es auch. Also das ist mal wieder sehr, sehr interessant. Also eher dynamisches Bier, da könnt ihr auch gerne mal ein, zwei Schlucke mehr trinken, ne? Ohne Pause zu machen da. Also. Die Beschreibung, die ist passend. Die ist einfach passend. Es ist ein dynamisches, schlichtes Bier, was sehr linear verläuft, sage ich mal, und klassisches Pilzbier ist, was ja durch die Getreidekomponenten sehr lieblich, sage ich mal, ummantelt ist. Punkt. Das ist Waldhaus alkoholfrei. Noch ehrlicher, noch geradliniger geht es schon kaum. Jetzt ist die Frage, ist das positiv oder negativ? Naja, für mich hier auf dem Biersüffler und für mich auch als Bierliebhaber mag ich ja besonders immer gerne diese Spitzen haben. Warum hier ganz klar das Patronus Weißbier bei mir natürlich schon mal besser punkten konnte. Aber gut, man sollte auch einen Pilz nicht mit einem Weißbier vergleichen, nicht wahr? Aber dennoch, ihr wisst, was ich meine, das sind diese ausgeprägten Spitzen halt, ne? Und ja, die haben wir hier nicht. Jetzt können wir mal die Frage stellen, naja, gut, jetzt wo stützt du da in der Discounter-Kategorie rum? Ne? Wir sind ja hier nicht in der Discounter-Kategorie. Willst du trotzdem mal einen Vergleich aufbauen? Kann ich vielleicht machen, wenn wir meinetwegen jetzt beim Lidl bleiben wollen. Da können wir mal das Perlenbacher extra herb alkoholfrei uns mal diesen blauen Etikett mal schnappen und mal abgleichen. Wo ist denn da der Unterschied? Ich sag mal so, das Ganze ist hier lieblicher, Freunde. Das ist hier lieblicher und das ist jetzt aber mein subjektiver Eindruck, leicht flacher, sprich verwässerter kommt es daher. Das Perlenbacher scheint mir in der Textur ein bisschen stabiler zu sein. Aber vom Herbefaktor her ist das hier genau das Gleiche. Ja, also wenn man die beiden jetzt Discounter-Kategorie und ich sage es jetzt schon, regionale Brauerei, die ja nun auch immer größer wird, ja, bekannter vor allen Dingen auch, haben wir auch schon Preise gewonnen und alles steht sogar hier drauf, oder? Nee, steht nicht drauf. Ich dachte gerade, das hat auch schon wieder einen Preis gewonnen. Ja, aber so, da kann man das mal so abgleichen, sodass man mal ungefähr so weiß, wo wir uns hier so bewegen, ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist absolut okay. Das ist so ehrlich, ja, also es ist eigentlich wirklich alles das, was man von einem Pilzbier her kennt, nur dass es lieblicher ummantelt ist. Und auch das, wie gesagt, liegt an den Eigenschaften selbst und ist völlig normal. Das Einzige, was ich jetzt hier tatsächlich kritisieren würde, das ist die Geschichte, dass mir das ein bisschen zu verwässert ist. Das ist mir so ein bisschen, wo ich sage, unsaftig. Ja, das könnte gerne noch ein bisschen wuchtiger vielleicht sein, bis ein bisschen wenigstens. Ja, so ein bisschen saftiger oder so, weil das ist hier schon sehr leicht verwässert, finde ich. Sehr dünn, sagen wir mal so, genau, es ist sehr dünn. Es ist verdammt dünn im Mundraum. Dadurch bekommt es natürlich eine gewisse Spritzigkeit, sodass du dann wirklich sehr, sehr schnell auch noch trinken tust. Ne? Das ist so ein klassischer Durstlöscher, den du mal so wirklich so nach dem Supermarkt oder so mal schnell Flasche aufmachen und dann zack. Also das ist so ein schönes Wegbierchen, ja, ohne Alkohol, könnte man jetzt tatsächlich sagen, ja. Gut, Freunde. Ans Diplompilz kommst nicht ran.
Ich glaube auch nicht, dass das Diplompilz tatsächlich hier die Vorlage gegeben hat, weil da tatsächlich dann noch der Aromahopfen eine größere Rolle gespielt hat und nicht ganz so herb war und wie das jetzt hier. Also tatsächlich vom Herbefaktor her, ich weiß jetzt nicht, wie viel IBU das Ding hat, aber das ist auf jeden Fall in der Wahrnehmung, finde ich es persönlich, ein bisschen herber als das Diplompilz, dass er doch eher durch die fruchtigen Komponenten gepunktet hatte. Wie wollen wir das bewerten, Freunde? Ich finde, das ist ein solider Durchschnitt. Das ist ein total flaches, ehrliches, geradliniges, alkoholfreies Bier. Meines Erachtens leicht verwässert und so möchte ich es dann auch bewerten. Ich gebe 3 von 5/6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Absoluter Durchschnitt. In dem Sinne, Bierzüffler ist draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.